Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den God Mode Glitch auch auf der Maschine machen könnt. Und zwar müsst ihr erstmal Strom aktivieren und ihr braucht Heilaura und natürlich einen Freund, Leute. So, wenn ihr dann Strom aktiviert habt, dann geht durch eine Anomalie und es spawnt oben auf dem Penthouse der Wunderfistautomat. Dort kauft ihr euch jetzt Tombstone. Wenn ihr das gemacht habt, dann lasst ihr euch wie gewohnt Daumen gehen. So, wenn ihr dann tot seid, Leute, dann wartet ihr, bis euer roter Balken, also die Lebensanzeige, komplett verschwunden ist und komplett schwarz ist. Also ich zeige euch das mal genau, wann ihr das aktivieren müsst. Wie ihr seht, Leute, verschwindet der rote Balken immer mehr und genau jetzt haltet ihr eure Tombstone-Taste gedrückt, dann leuchtet euer Bildschirm einmal weiß auf und hört dieses Schreien. Wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, dann braucht ihr als nächstes eure aufgeladene Heilaura. Und ihr begebt euch wieder zurück zum Penthouse nach oben, zum Wunderfist-Automat, damit ihr euch wieder euren Tombstone holen könnt. Doch Leute, diesmal müsst ihr, bevor ihr den Automaten benutzt, erstmal eure Heilaura aktivieren und kurz danach müsst ihr dann den Tombstone kaufen. Wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, dann geht eure Lebensanzeige runter bis 1 HP, aber ihr werdet nicht sterben. Das gleiche könnt ihr auch auf Firebase Z machen, Leute. Ich habe zwar ein Video dafür hochgeladen, wie ihr das Ganze macht mit dem Teleporter, weil es einfach viel, viel schneller geht. Aber ihr könntet es auch mit der Heilaura machen und den Wunderfist-Automaten, nachdem ihr Pekka Punch geöffnet habt. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.